Hallo zusammen. Heute wird es bei uns hier um das Leiden gehen, um eines der zentralen Konzepte des Buddhismus. Sie haben ja beim letzten Mal schon gehört, dass die Befreiung vom Leiden das eigentliche, das wichtigste Ziel des Buddhismus ist. Und heute werden wir jetzt versuchen zu klären, was ist eigentlich das Leiden und warum leiden wir? Nun, wie Sie sich vielleicht erinnern, beim letzten Mal hatten wir über die Erleuchtung des Buddha gesprochen und gesagt, in diesen Nächten seiner Erleuchtung, da erkannte der Buddha die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Diese vier edlen Wahrheiten sind Dreh- und Angelpunkt, sie sind der Kern des Buddhismus. Sie enthalten die wichtigste, die zentrale Lehre des Buddha. Und ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der Großteil unseres Seminars hier darin bestehen wird, die genaue Bedeutung dieser vier edlen Wahrheiten Schritt für Schritt offenzulegen. Die vier edlen Wahrheiten sind kein Dogma, das heißt, sie sind keine Verkündigung oder Offenbarung oder so etwas, sondern es sind ganz einfach Tatsachen. Es sind Tatsachen, die der Buddha erkannt hat. Einsichten in die wahre Natur der Realität. Prinzipiell sind es Wahrheiten, sind es Tatsachen, die jede und jeder von uns genauso nachvollziehen kann. Nun aber, was sind diese vier edlen Wahrheiten? Schauen wir mal kurz in den Text rein. Sie finden diesen Auszug auch in Ihren Materialien. Da sagt der Buddha in einer seiner Reden: Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden. Mit Unliebem vereint sein ist Leiden, von Liebem getrennt sein ist Leiden. Wenn man etwas wünscht und es nicht erlangt, auch das ist Leiden. Kurz, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Leiden. Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit von der Entstehung des Leidens. Es ist der Durst, der zur Wiedergeburt führt, der von Wohlgefallen und Begierde begleitet, da und dort Gefallen findet. Nämlich der Begierdedurst, der Werdedurst, der Vernichtungsdurst. Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens. Es ist die Aufhebung des Durstes durch völlige Begierdelosigkeit, das Aufgeben, Ablehnen, sich frei machen und nicht daran haften. Es ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit von dem zur Aufhebung des Leidens führenden Weg. Es ist der edle achtgliedrige Weg, nämlich rechte Ansicht, rechtes Denken, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechtes Leben, rechtes Streben, rechte Wachsamkeit und rechte Sammlung. So, das sind sie, die vier edlen Wahrheiten. Insgesamt haben wir hier, ja, wir haben hier diese vier edlen Wahrheiten, die Wahrheit vom Leiden, die Nummer eins, die besagt ganz einfach, das Dasein ist leidvoll. Die Wahrheit Nummer zwei von der Entstehung des Leidens sagt, das Leiden entsteht aus dem Durst. Wahrheit Nummer drei von der Aufhebung des Leidens besagt, die Aufhebung des Durstes ist die Aufhebung des Leidens. Und Wahrheit Nummer vier, die Wahrheit vom Weg oder vom Pfad besagt, der Weg zur Aufhebung des Leidens und des Durstes, das ist der edle achtfache Pfad. Diese vier edlen Wahrheiten sind in der buddhistischen Tradition schon oft mit der Diagnose eines Arztes verglichen worden. Der Buddha ist sozusagen ein Arzt, der eine Krankheit diagnostiziert, ihre Ursache herausfindet und eine Therapie vorschlägt. Das Leiden, das ist die Krankheit, das ist die Diagnose, das Leiden ist das, woran wir leiden. Der Durst ist die Ursache dieser Krankheit. Die Beseitigung der Ursache ist der Weg, der zur Genesung führen wird, und die Therapie, das ist der achtfache Pfad. Der Buddhismus kann also verstanden werden als eine Art therapeutische Philosophie. Eine Philosophie, die besagt, die richtige Erkenntnis wird uns zur Befreiung vom Leiden führen. Gut, aber was ist eigentlich Leiden? Schauen wir uns doch mal die erste edle Wahrheit ein bisschen genauer an. Okay, also der Schlüsselbegriff, der hier auftaucht, das Leiden, lautet im Original in Pali Dukkha. Alternativ könnte man hier auch statt von Leiden von leidvoll sprechen. Im Original ist es eigentlich ein Adjektiv, aber Leiden hat sich so als die deutsche Standardübersetzung eingebürgert. Das ist nicht ganz unproblematisch, denn Dukkha bedeutet eigentlich nicht wirklich das Gleiche wie das deutsche Wort Leiden. Für uns ist Leiden ja eigentlich immer ein starkes, ein intensives Übel.
Für den buddhistischen Begriff des Dukkha gilt das nicht. Also beispielsweise stellen Sie sich vor, Sie gehen morgens in die Küche, sind verschlafen, wollen sich einen Kaffee machen. Der Kaffee steht neben Ihnen auf der Arbeitsplatte. Sie wollen gerade noch hoch in den Schrank greifen, um sich ein bisschen Zucker zu holen und stoßen dabei die Kaffeetasse um. Der Kaffee läuft über den Fußboden. Es wäre seltsam, wenn man jetzt hier im Deutschen von Leiden sprechen würde. Also ihnen ist da kein Leid zugestoßen in dieser Situation. Aber für den Buddhismus wäre das eine geradezu klassische Situation von Dukkha. Dukkha hat also eine deutlich weitere Bedeutung als der deutsche Begriff des Leidens. Das merkt man daran, wenn man sich die verschiedenen Aspekte des Leidens anschaut, die hier in diesem Zitat angesprochen werden. Also zum einen ist da ja die Rede von Alter, Krankheit und Tod, die als Leiden betrachtet werden. Das heißt also, Leiden ist, Dukkha ist, physisches Leiden, körperliches Leiden. Solches Leiden in Form von Schmerz oder anderen unangenehmen Empfindungen, das unmittelbar aus den Defiziten unseres menschlichen Körpers entsteht. Das ist auch die Form von Leiden, die wir am ehesten mit dem deutschen Begriff des Leidens assoziieren würden. Aber das ist nicht die einzige Form des Leidens. Darüber hinaus gibt es noch andere Formen, nämlich was hier im Text umschrieben wird mit Unliebem vereint sein, von Liebem getrennt sein. Also wenn Sie mit Unliebem vereint sind, dann haben Sie etwas, was Sie nicht haben wollen. Zum Beispiel Krebs oder Schulden oder so etwas. Das Gegenteil davon ist, dass Sie wollen etwas, das Sie nicht haben. Sie wollen zum Beispiel einen Job, ein Auto oder den Respekt Ihrer Mitmenschen. Alles das sind Situationen, die zu Leiden führen. Aber das ist kein körperliches Leiden mehr, sondern das ist ein psychisches, ein emotionales Leiden. Leiden, das sich in negativen Emotionen und Gefühlen äußert, wie beispielsweise Angst oder Traurigkeit, Verzweiflung, Liebeskummer und so weiter und so fort. Schließlich gibt es noch eine dritte Form des Leidens, die sich hier hinter dem Begriff die fünf Gruppen des Ergreifens verbirgt. Das ist ein bisschen kompliziert und verwirrend auf den ersten Blick, wenn man nicht weiß, was mit diesen fünf Gruppen des Ergreifens gemeint ist. Gemeint sind hier, ganz grob gesagt, die ontologischen Elemente, die eine Person ausmachen. Für den Buddhismus sind Personen und überhaupt alle Wesen keine Einheiten, keine festen Substanzen, sondern sie sind Verbindungen einzelner Elemente. Das kann man vergleichen ja mit einer Fußballmannschaft in etwa. Die besteht ja auch aus verschiedenen Individuen und diese verschiedenen Individuen können im Laufe der Zeit ja durchaus auch mal wechseln. Was genau sich dahinter verbirgt, darüber müssen wir beim nächsten Mal reden. Für den Moment lassen wir das jetzt einfach mal hier so stehen. Fünf Gruppen des Ergreifens, die ontologischen Bausteine, aus denen die Person zusammengesetzt ist. Der entscheidende Punkt an der Stelle ist aber, es gibt auch ein metaphysisches Leiden. Das heißt, es gibt ein Leiden aufgrund der Tatsache, dass wir bedingte, endliche Wesen sind. Das ist ein Leiden, das weder psychisch noch physisch ist. Warum das eine Form von Leiden ist, finden Sie vielleicht jetzt im Moment noch ein bisschen seltsam, aber werden wir nachher genauer verstehen, wenn wir uns mit der zweiten edlen Wahrheit auseinandersetzen. So, wir sehen also, das Leiden ist auf allen Ebenen des Daseins präsent, im physischen, wie im psychischen, wie im metaphysischen. Aber nicht nur in der Breite der Ausdehnung ist der Begriff Dukkha anders gestrickt als der deutsche Begriff des Leidens, sondern auch in seiner Intensität, in seiner Tiefe. Dukkha umfasst alle Stufen von Intensitäten, von der kleinsten Unannehmlichkeit bis zum grausamsten Schmerz ist alles Dukkha. Wir im Deutschen würden den Begriff des Leidens normalerweise für die extremen Formen reservieren, aber der Begriff Dukkha fängt eben beim allerkleinsten sich am Zeh gestoßen haben an und geht bis zu den grausamsten Todesqualen. Es kommt also nicht darauf an, wie stark das Leiden ist. Alles, was unser Idealbild von Glück, von Vollkommenheit, von Wohlbefinden verfehlt, das ist bereits Dukkha. Oder, sagen wir es etwas einfacher, alles, was nicht so ist, wie wir es uns wünschen, ist Dukkha. Oder ganz einfach, Dukkha ist alles das, was nicht so gut ist, wie es sein sollte. Damit hätten wir jetzt geklärt, was unter Leiden zu verstehen ist.
Und an der Stelle werden Sie jetzt vielleicht sagen, ist das nicht eigentlich furchtbar pessimistisch, was der Buddha hier verkündet? Ist denn wirklich alles Dasein leidvoll? Nun ja, zum einen müsste man sagen, pessimistisch ist das nicht, eher realistisch. Der Buddha würde Ihnen, wenn Sie diesen Pessimismusvorwurf erheben, vermutlich antworten, wenn Sie wirklich glauben, dass das Dasein nicht wirklich leidvoll ist, dann sind Sie in einer Illusion gefangen. Dann sind Sie verblendet und können die wahre Natur der Realität noch nicht sehen. Sie haben einfach noch nicht verstanden, wie das Dasein wirklich beschaffen ist. Und Sie geben sich der Illusion hin, es könnte doch viel besser sein, als es in Wirklichkeit ist. Letzten Endes wäre das dann nicht optimistisch, das wäre Wunschdenken. Zum anderen muss man aber auch sagen, das war nur die erste von vier edlen Wahrheiten. Der Buddha sagt ja nicht, dass das Dasein nur leidvoll ist und Ende. Das wäre in der Tat eine ziemlich pessimistische Philosophie. Sondern er sagt, dass es einen Ausweg aus dem Leiden gibt, der in den drei anderen edlen Wahrheiten beschrieben wird. Und in diesem Sinne ist der Buddhismus eine durchaus optimistische Philosophie. Nicht, weil er lehrt, dass das Dasein leidvoll ist, sondern weil er lehrt, dass dieses leidvolle Dasein überwunden werden kann. Nun, gut, wir wissen jetzt also, was das Leiden ist, aber woher kommt das Leiden und wieso ist das Dasein leidvoll? Das ist der Punkt, der in der zweiten edlen Wahrheit besprochen werden muss.